Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. In diesem Video habe ich etwas ganz Spezielles für euch, und zwar diesen 2 Kilogramm schweren Brotlaib mit einer Reifezeit des Teiges von über 60 Stunden. Durch diese lange Reifezeit ergibt sich ein super ansprechendes Brot mit einer wunderschönen Farbe und einem sensationellen Aroma. Dann starte ich auch gleich mit dem Teig. Ich brauche dazu 700 Gramm kaltes Wasser. Gebe ich mir in die Küchenmaschine. Dann nur 1 Gramm Frischhefe, 25 Gramm Salz, 460 Gramm Ruchmehl, das ist dunkles Weizenmehl. Ich werde dir auf meinem Blog, also wo du das Rezept nachlesen kannst, auch noch die genaue Bezeichnung für Deutschland und Österreich verlinken. Leider ist das überall ein bisschen wieder anders. Es gibt nicht eine einheitliche Bezeichnung. Und da ich Schweizer bin, ist das Ruchmehl für mich. Dann 600 Gramm Halbweißmehl. Halbweißmehl ist ein mittleres Weizenmehl. Wird auch die genaue Bezeichnung für Deutschland und Österreich verlinkt. Denn ich hatte es jetzt schon öfter, dass ihr nachgefragt habt, hey, was ist das für ein Mehl, wie kann ich das bei mir kaufen in Deutschland, das kenne ich gar nicht. Schreib mir doch in die Kommentare, wie du das findest oder ob ich eine andere Bezeichnung nennen soll. Dann ist alles drin und der Teig wird geknetet. Den gebe ich mir jetzt in eine kleine Schüssel rein. Wunderbarer Teig, herrliche Konsistenz. Den decke ich mir jetzt erstmal mit einem Küchentuch zu und lasse den eine Stunde zuerst bei Raumtemperatur ruhen und dann kommt er in den Kühlschrank. Diese Stunde ist wirklich wichtig, denn dann kann die Hefe anspringen und sich entfalten, denn Hefe hat gerne warm. Und wenn ich jetzt direkt in den Kühlschrank gebe, wird eigentlich die Entwicklung immer gebremst. Und wenn die mal gestartet ist, die Entwicklung, dann macht es auch nichts, wenn der Teig dann in den Kühlschrank kommt. Es hat gestartet, es geht einfach ein bisschen verlangsamt. Aber das wollen wir ja. In dieser Zeit soll sich das herrliche Aroma bilden. So, nach einer Stunde nehme ich den Teig und stretche und falte diesen zum ersten Mal. Dazu ziehe ich eigentlich von jeder Seite den Teig in die Mitte rein und lege ihn zusammen. Das gibt dem Teig neuen Sauerstoff, die Hefe kann sich noch besser entwickeln und der Gluten wird angeregt. Es ergibt zusätzlich eine bessere Stabilität. Dann decke ich mir den Teig wieder zu und für die nächsten 55 Stunden kommt er ab in den Kühlschrank. Und diesen Vorgang, den ich hier gemacht habe, mache ich jetzt etwa pro Tag 1 bis 3 Mal, je nachdem, wie es dir in den Ablauf passt. Einfach, wenn du daran denkst, zwischendurch aufziehen. Dieser Rhythmus sollte natürlich ein bisschen über den Tag verteilt sein, nicht gleich alle 3 hintereinander geben, sondern immer 3-4 Stunden warten und dann wieder stretchen und falten. So, nach 55 Stunden hat sich jetzt ein herrliches Aroma entwickelt. Der Teig ist auch schön aufgegangen. Und jetzt wird der Teig in Form gebracht. So nehme ich etwas Mehl auf den Tisch. Nehme den Teig raus. Das Aroma kann man schon völlig riechen. Herrlich. Und jetzt schlage ich den Teig, ziehe ich ihn vorsichtig immer über die Tischplatte, bis oben eine flache Fläche entsteht und diese Luftblasen, ganz vorsichtig, die will ich drin lassen. Die will ich im Teig lassen, nicht zu fest beanspruchen, wirklich nur ganz vorsichtig bearbeiten und zu einer Kugel formen. Dann gebe ich etwas Mehl auf den Tisch, gebe die Kugel oben drauf
Oben auch noch etwas Mehl oben drüber. Und decke mir den Teig wieder zu und lasse den jetzt nochmal reifen und akklimatisieren. Der Teig ist jetzt sehr, sehr kalt, natürlich durch die Reifung im Kühlschrank. Und damit der im Ofen dann wirklich schön aufgeht, lasse ich den jetzt schön akklimatisieren und dazu lasse ich ihn jetzt 2 Stunden aufgehen. Nach weiteren 2 Stunden ist der Teig wieder schön aufgegangen. Das hat auch nichts mit übermäßigem Aufwand zu tun, denn die Arbeitsschritte sind ja immer sehr kurz. Es hat eher etwas mit Planung zu tun. Da sich die Teigherstellung natürlich über eine lange Zeit zieht, muss man das schon ein bisschen planen. Und währenddem der Teig reift, muss man ja nicht nebendran stehen und ihm zusehen. Als nächstes zum Aufarbeiten oben schön Mehl oben drüber streuen. Schauen, dass der unten nicht klebt, ganz vorsichtig im Mehl drehen. Bisschen Mehl nehmen, wirklich ganz bedecken. Dann mit einem dünnen Rollstab runterdrücken und drehen. Wirklich fast durch das Brot durchdrücken und das von beiden Seiten dann drehen und von dieser Seite auch. Wirklich sehr, sehr tief. Wenn das fast durchgedrückt ist, ist es kein Problem. Das ist eher sogar besser, denn sonst sieht man diesen schönen Kreuzabdruck nachher nicht mehr gut. Dann nehme ich ein Backblech und lege das ganze Brot oben drauf. Sieht man auch schön, wie groß dieses Brot eigentlich ist. Das lasse ich mir jetzt erneut nochmal 2-3 Stunden aufgehen. Dann haben wir die 60 Stunden erreicht. In dieser Zeit jetzt heize ich mir schon mal den Ofen auf 230 Grad Ober-Unterhitze vor. So, jetzt ist das Brot endlich backbereit. So sieht das aus, wieder schön aufgegangen. Wenn du jetzt diese letzten 2-3 Stunden nicht mehr abwarten willst, dann ist das gar nicht mal so schlimm. Sobald das Brot abgedrückt ist, dann noch etwa 30 Minuten warten und dann könnte das Brot schon in den Ofen, falls du diese Zeit nicht mehr abwarten kannst. 230 Grad ist vorgeheizt und diesen Brotlaib schieben wir jetzt rein. Mit dem Wasserspritzer noch etwas Dampf erzeugen, schön reindämpfen, dann hat das Brot länger Zeit aufzugehen, es bildet sich nicht so schnell eine Kruste und ich bekomme ein schönes Volumen ins Brot. Richtig Dampf reinmachen. Dann wird das Brot für die nächste Stunde gebacken. Ich reduziere nach 30 Minuten die Hitze von 230 Grad auf 210 Grad und backe dann diese restlichen 30 Minuten noch bei reduzierter Temperatur. Sonst ist die Gefahr, dass das Brot zu fest abflammt, aber da kannst du sonst selber steuern. Nicht jeder Ofen backt genau gleich oder backt genau gleich. Drum schauen, gefällt mir die Farbe und wenn du siehst, es wird mir zu dunkel, dann einfach ein bisschen zurückschauen. So, eine Stunde später sieht das Brot wunderbar aus. Es ist explodiert, Freunde, im Ofen. Super cool, wie das jetzt noch aufgegangen ist. Eine herrliche Farbe, richtig natürlich. Und ein riesen Brotlaib, den wir da vor uns haben, der bleibt auch sehr lange und schön frisch. Den lasse ich jetzt auskühlen und dann schneiden wir ihn an. So, das Brot ist ausgekühlt und mit dieser langen Reifezeit ist ein wunderbares Aroma entstanden, eine super schöne Farbe. Und jetzt brechen wir hier einfach ein Stück raus. Und guck dir mal diese wunderbare Struktur an, dieses wattige Innenleben. Wenn du zu Hause solche Brote backen kannst, hast du alles richtig gemacht. Das Rezept zum Nachlesen gibt's hier. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonnier den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Aktivier am besten auch gleich die Glocke. Dann wirst du immer darüber informiert, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.